Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Gefällt euch die Stadt, die ihr seht, dieses Jerusalem, einer der bekannten Städte der Welt, eine Stadt, die Gott auserwählt hat, der Ort, an dem Gott als Mensch kam und sich am Kreuz opferte. Hier ist Jesus auferstanden, der Ort, an dem der Heilige Geist für Erweckung sorgte. Die erste christliche Gemeinde wurde hier gegründet. Wenn Jesus zurückkehrt, werden seine Füße in diesem Jerusalem sein. Dann ist dies doch ein wichtiger Ort, oder? Freut ihr euch, diesen Ort zu sehen? In diesem Monat werdet ihr viele neue Orte kennenlernen. Heute gibt uns der Herr ein Versprechen durch Jesaja 52, 12. Denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels wird euch sammeln. Der Herr sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, der Herr geht vor dir. Warum geht er vor? Um die Hindernisse zu beseitigen. Gibt es vielleicht ein Hindernis, die deinem Fortschritt im Wege steht? Ich komme nicht mit dem Lernen voran. Mein geistliches Leben hat keinen Fortschritt. Im Dienste Gottes ist es ebenso. Erziele nicht, was ich vorhabe im Geschäftsleben. Habe Hürden, die meine Beförderung auf der Arbeit verhindern. Vielleicht gibt es in eurem Leben irgendein Hindernis. Irgendjemanden, irgendeine Macht verhindert dies. Irgendein böser Geist verhindert dies. Deswegen kommst du nicht voran. Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, hab keine Angst. Ich bin da für dich. Ich gehe vor dir. Wer kann mir den Weg verhindern? Er ist der Gott, der Barrieren durchbricht. Der Herr, der Barrieren durchbricht, geht vor uns. Er wird dafür sorgen, dass er alle Barrieren entfernt. Nicht nur das, der Gott Israels steht hinter dir, um dich zu beschützen. Manche Feinde versuchen dich von hinten anzugreifen, nicht wahr? Einige aber versuchen uns von hinten anzugreifen, wenn wir nicht vorbereitet sind und ohne Schutz eigentlich bloß dastehen. Kennt ihr den Begriff in den Rücken fallen? Solche Menschen gibt es zu Hause oder auf der Arbeit. In der Schule oder auf der Uni, sie sind immer bei dir, aber hintergehen dich. Es entsteht öfters eine Gefahr. Deswegen sagt der Herr, ich bin nicht nur derjenige, der vor dir zieht, sondern bin auch hinter dir. Ich bin der Gott, der dich in allen Richtungen schützt. Keiner kann dich auch von deinen Rücken dich angreifen oder beschädigen oder dich verletzen. Hab keine Angst. Deswegen geh tapfer voran, mein Sohn, meine Tochter, sagt der Herr. In eurem Leben wird die Gegenwart des Herrn vor euch und hinter euch beschützen. Der Gott von Israel, der Israel beschützt, wird euch auch beschützen. Deswegen sag fröhlich, Herr, du änderst alle Hindernisse und beschützt uns, dafür preisen wir dich. Bewirke einen Wunder in unserem Leben heute, Vater. Du gehst vor mir und entfernst alle Hindernisse auf dem Weg. Du bist auch hinter uns und beschützt uns von feindlichen Angriffen. Dafür danken wir dir. Wir preisen dich, da du diesen Sohn und diese Tochter behilflich bist, alle Barrieren zu entfernen. In Jesu Namen beten wir, lieber Vater. Amen. Amen.